Herzlich willkommen bei Fast Cooker. Ich bin Dennis und ich begrüße euch in der neuen Rubrik Ausprobiert. Hier teste ich Dinge für den Opti-Grill, die ihr mir als Aufgabe gebt oder die ich mir selber ausdenke. Und heute kommen wir zu Fertigbratkartoffeln. Ihr kennt diese Packs mit den vorgegarten Bratkartoffeln, die man dann in der Pfanne nochmal gart oder brät. Und manche finden die lecker, manche finden die nicht so lecker, aber wir probieren die einfach heute im Opti-Grill. Als erstes starten wir unseren Opti-Grill und heizen in der Stufe Kartoffel vor. Wir nutzen die Stufe Kartoffel, weil wir haben die Stufe, wir haben Kartoffeln. Also probieren wir das in der Stufe. Und am Ende von diesem Video erfahrt ihr meine objektive Meinung. Gut, hier haben wir diese wunderschönen Bratkartoffeln. Also die sind schon im Rohzustand sehr lecker. Eine tolle Farbe haben die. Erinnert mich irgendwie an Banane. Ja, also regt jetzt nicht wirklich zum Essen an, ne? Aber naja, wir testen es einfach mal. Und der Opti-Grill ist bei mir vorgeheizt. Ich verteile noch etwas Butter auf der untersten Heizplatte. Nutze dazu einen Pinsel. Ich weiß nicht, die obere habe ich jetzt nicht gemacht. Und jetzt kommen schon unsere Kartoffeln drauf. Ja gut, das muss man halt vorsichtig machen. Der Opti-Grill hat eine schräge Platte und dann fällt halt schon mal ein bisschen was runter. Ne? So, der Opti-Grill schlägt mir vor 18 Minuten. Dann machen wir das. Und nach 5 Minuten sieht das schon mal so aus. Na gut, hat ein Grillmuster und sieht gebräunt aus. Nach 10 Minuten noch etwas bräuner. Aber es lässt schon durchblicken, dass es jetzt nicht so knusprig aussieht, ne? Finde ich. Gut, 15 Minuten. Sieht schon knuspriger aus und gut gebräunt. Eine gute Farbe. Aber ich ahne schon was. Und warten wir das Ergebnis ab. Nach 18 Minuten ist er fertig. Ja, da ist das fertige Ergebnis. Es ist, wie ich es vermutet habe, nicht ganz so knusprig. Von daher würde ich sagen, weil die Kartoffeln ja schon gegart sind, ne, und das Kartoffelprogramm für rohe Kartoffeln eigentlich gemacht ist, dass ich das nächste Mal den Opti-Grill auf 270 Grad vorheize und einfach manuell die richtig mit großer Hitze braten würde. So, und naja, also die kleben natürlich auch sehr zusammen. Ist natürlich typisch für den Opti-Grill, es wird halt zusammengepresst. Aber jetzt kommt es hier aufs Geschmackerlebnis drauf an. Und da kann ich schon was vorwegnehmen. Ich fand es jetzt nicht lecker. Also lieber schneide ich mir da ein paar rohe Kartoffelscheiben und tue die auf den Grill und würze die danach noch richtig schön, als das jetzt hier als schön zu empfinden oder als lecker. Für jemand, der keine Arbeit haben möchte und eine Kartoffel nicht schälen und schneiden möchte, der legt da halt sein Päckchen drauf und das schmeckt halt wie gewohnt. Ist jetzt nicht so übermäßig knusprig. Und naja, man sollte halt noch ein bisschen nachwürzen. Ich habe da jetzt noch Pfeffer und Salz drauf gegeben. Bei mir gibt es einen Daumen nach unten. Dann eher doch in der Pfanne braten, dann ist das leckerer. Aber für den Opti-Grill für mich nicht geeignet. Dann bis zur nächsten Folge ausprobiert. Macht's gut, euer Dennis.